Der Pfeil ist ein ganz einfach zu faltender Papierflieger, kann man ganz normales Druckerpapier nehmen und ist sehr leicht, wie gesagt. Also, zuerst mal falten wir das Papier entlang der langen Seite in die Hälfte. Schön genau Ecke auf Ecke und dann machen wir das Ganze wieder auf und falten die untere Ecke zur Mittellinie hin, sodass die Kante auf die Mittellinie zeigt und wir einen 45-Grad-Winkel haben. Vielleicht eine ganz kleine Lücke lassen, dann ist das Zusammenfalten später einfacher. Dann das Ganze drehen und die andere Ecke hochfalten. So. Dann diese neu entstandene Kante wieder zur Mittellinie falten. So, schön spitz. Und nochmal das Blatt dann drehen. Und nochmal wiederholen. Kante zur Mitte hin. Wieder ein klein wenig Platz lassen. Und dann haben wir so eine Pfeilform. Deshalb heißt der Fliegerpfeil. Also, wie angekündigt, in die Hälfte falten, wie wir es schon am Anfang gemacht haben. Und jetzt einfach nur die obere Schicht runterfalten, um so einen Flügel zu formen. Das machen wir ungefähr im Abstand von einem Daumen. Und das Ganze dann wenden und auf der anderen Seite genauso, dass wir zwei schön gleiche Flügel kriegen. Einfach die Kanten aufeinander legen, schön scharf falten. Und das ist dann auch schon die einfache Form vom Pfeilflieger. So, die Flügel ein bisschen hoch machen in eine Y-Form, damit er besser fliegt. Aber ich mache meistens gern noch zwei Verbesserungen, nämlich so kleine Seitenruder hier. Einfach so ein Stück hochfalten, wie viel, das ist euch selber überlassen. Auf beiden Seiten gleich. Beim zweiten orientiere ich mich dann einfach am ersten. Dann mache ich die schön gerade und drücke hier noch mit so einer Gegenbruchfalte nach innen das rein. Das ist nicht besonders schwierig. Und das ist dann auch schon unser Pfeilflieger. Wenn er euch gefallen hat, freut mich das. Und wenn ihr noch mehr Papierfliegerfalten wenn ihr noch mehr Papierfliegerfalten wollt, klickt doch einfach auf eine der Anmerkungen im Video. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.